Hallo und herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz. Neben mir steht Bernd Rixinger, unser Parteivorsitzender. Er wird sich heute zu den folgenden Themen äußern. Zum einen zur möglichen Amtsenthebung von Donald Trump, dann zu dem Thema Arbeitsschutz in der Pandemie und zur Beschäftigungs- und Einkommenssicherung in der Krise. Bitte schön. Ja, ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen. Heute wollen die Demokraten ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Trump beginnen. Das begrüße ich. Ich hoffe, Sie werden damit Erfolg haben. Man könnte zwar die Frage stellen, was soll das jetzt alles noch wenige Tage vor der Amtsübergabe, aber ich finde, für dieses Verhalten darf der amtierende Präsident nicht straflos und nicht folgenlos davonkommen. Das würde im Übrigen alle Kräfte auch in Europa und in Deutschland ermutigen, sich genauso zu verhalten. Ich finde, wer gegen Gewalt ist, wer die demokratischen Institutionen unverfroren angreift und sogar sich auf gewaltbereite Gruppen in der Bevölkerung stützt, der muss auch die Folgen dafür tragen. Man kann nur den Demokraten wünschen, dass sie damit Erfolg haben. Ich habe auch große Angst davon, dass ein Präsident, der so durcheinander ist und so radikale Positionen verfolgt im negativen Sinne, dass der Oberbefehlshaber der größten Atommacht dieser Welt ist. Also diesem Spuk muss ein Ende bereitet werden. Ab heute gilt im ganzen Land der verschärfte Lockdown. Leider wird wieder nach dem gleichen Prinzip verfahren wie die ganze Zeit, massive Einschränkungen im Privaten, seichte Bitten und Empfehlungen für die Arbeitgeber. Das muss sich wirklich dringend ändern. Der Virus macht nicht vor den Betrieben Halt und er macht auch nicht Halt auf dem Weg zu den Betrieben. Das heißt, die Ansteckungsgefahr ist eben überall, nicht nur im privaten Bereich. Und deshalb muss der Schutz der Beschäftigten, müssen die Hygienevorschriften ausgebaut werden, alles was den Arbeitsschutz betrifft und insbesondere muss es auch kontrolliert werden. Es muss natürlich einen Rechtsanspruch zum Homeoffice geben. Ich kann die Forderung des DGB-Vorsitzenden hier nur unterstützen. Es geht für mich aber, gilt für mich für die Zeit der Pandemie. Auch danach kann man Homeoffice machen, aber man braucht Regelungen, wo Homeoffice mit der körperlichen Anwesenheit im Betrieb verbunden wird. Dazu müssen gute Betriebsvereinbarungen und Tarifverträge geschlossen werden. Aber jetzt ist es ganz richtig, dass die Menschen, soweit es irgendwie geht, zu Hause arbeiten können. Aber viele Beschäftigten können eben nicht zu Hause arbeiten. Weder in der Fleischindustrie, noch bei Amazon, noch im ganzen Versandhandel, noch in den Produktionsbetrieben. Überall ist Anwesenheit vorgesehen und dort muss der Arbeitsschutz ausgebaut werden. Und wir wissen ja, dass er zu gering ist und dass die Kontrollen gleich null sind, wenn die Betriebe alle 20 Jahre kontrolliert werden, ist es eben völlig ungenügend. Deshalb fordern wir nicht nur mehr Kontrolleure und einen Aufbau des Personals, sondern wir fordern ganz schnell, dass die Beweispflicht umgedreht wird. Nicht der Beschäftigte soll beweisen müssen, dass die Arbeitgeber gegen die Arbeitsschutzbestimmungen verstoßen, sondern der Arbeitgeber muss beweisen, dass er die Arbeitsschutzvorschriften und die Hygienevorschriften einhält. Das wäre wirklich ein Gewinn und würde viele Arbeitgeber dazu bringen, dass es mit dem Arbeitsschutz und dem Hygieneschutz ernst nehmen. Das würde im Übrigen auch weitaus schneller gehen als alle anderen Maßnahmen. Deshalb Umkehr der Beweispflicht. Wir müssen auch mehr Augenmerk darauf verwenden, dass Einkommen und Arbeitsplätze in der Pandemie gesichert werden. Die Pandemie ist nicht nur eine gesundheitliche Bedrohung, für viele bedeutet sie auch finanzielle Schwierigkeiten, wenn sie wie jetzt in der Gastronomie oder im Handel mit 60% Kurzarbeitergeld über die Runden kommen müssen und
keine Zuzahlungen durch die Tarifverträge vorgesehen sind. Das kann man nicht Wochen und Monate lang machen, ohne die Leute in Existenznöte zu bringen. Es ist auch ganz in Ordnung, dass die Bundesregierung Hilfen an die Unternehmen gibt. Die Leute wollen ja ihre Betriebe nach der Pandemie noch vorfinden und auch ihre Arbeitsplätze. Es ist aber völlig falsch, dass an diese Hilfsmaßnahmen und Gelder und Kredite keinerlei Bedingungen verbunden werden. Es ist unverständlich, dass Hilfen an Unternehmen fließen, die Dividende ausbezahlen und hinterher massive Stellenabbaupläne gegen die Belegschaften durchdrücken. Deswegen sollten die staatlichen Hilfsmittel eben nicht den Aktionären nützen, sondern sie sollten in erster Linie dazu dienen, Arbeitsplätze zu sichern und Standortverlagerungen zu verhindern oder Standortschließungen. Das müssen eben klare Bedingungen sein. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, die Belegschaften einzubinden. Wir haben ja praktisch mehrere Veränderungen, denen die Beschäftigten ausgesetzt sind, nicht nur durch die Pandemie, auch durch die Transformation, durch die Digitalisierung. Deshalb brauchen wir dringend einen Ausbau der Mitbestimmung. Wir finden, die Beschäftigten oder beziehungsweise ihre Betriebsräte müssen ein Vetorecht haben, wenn Standorte geschlossen werden, wenn Standorte verlagert werden oder wenn massenhaft Stellen abgebaut werden. Wir leben im 21. Jahrhundert und es kann nicht sein, dass diese Entscheidungen mit einem Federstrich vollzogen werden können, Tausende von Existenzen vernichtet werden und die Belegschaften nichts zu sagen haben. Ich glaube, hier wäre eine Demokratieoffensive dringend notwendig. Und wir glauben, dass die Illusion der Bundesregierung, man könnte einfach den alten Zustand wieder herbeiführen, wirklich eine große Illusion ist. Wir brauchen Transformation, wir brauchen sozial-ökologischen Umbau und die Gelder müssen dafür eingesetzt werden. Auch muss politisch dringend unterstützt werden, dass die Arbeitszeit zur Verhinderung von Massenarbeitslosigkeit verkürzt wird und umverteilt wird. Ich habe gar kein Verständnis dafür, dass die einen gar keine Arbeit mehr haben, weil sie ihren Arbeitsplatz verlieren und andere noch Überstunden machen und nicht wissen, wie sie Arbeiten und Leben in Übereinstimmung bringen. Hier gibt es doch schon betriebliche Vereinbarungen zur Vier-Tage-Woche, zur Umverteilung von Arbeit und es ist erwiesen, dass das Arbeitsplätze schützt und vor Entlassungen schützt. Deswegen muss die Bundesregierung das politisch unterstützen. Wir brauchen einen Fonds, der praktisch Betriebe finanziell unterstützt, die Arbeit umverteilen, Arbeitszeit verkürzen, aber in der Krise sind und es nicht einfach bezahlen können. Und das könnte wirklich ein Einstieg sein in eine insgesamt neue Organisierung der Arbeitszeit und der Verteilung der Arbeit. Lassen Sie mich noch zu einem anderen Thema kommen. Ich begrüße es sehr, dass andere Parteien, wie jetzt heute die Grünen, auch eine Investitionsoffensive ins Öffentliche fordern. Wir sagen ja schon lange, dass wir jährlich 130 Milliarden brauchen, die investiert werden in Bildung, Erziehung, Gesundheit, in Ausbau der öffentlichen Infrastruktur. Wenn das andere Parteien jetzt auch sagen, ist das nur zu begrüßen. Was aber nicht offen bleiben darf, ist, wie soll das denn alles finanziert werden? Davor drücken sich die Grünen und drückt sich auch in einem gewissen Maße die SPD. Ich sage nochmal deutlich, wenn wir zukunftsfest diese ganzen Sachen nachhaltig finanzieren wollen, brauchen wir dringend eine Vermögensabgabe für das oberste 1% der Bevölkerung. Es ist völlig unverständlich, dass während der Pandemie die Milliardäre ihr Vermögen noch mal um über 100 Milliarden vermehren konnten. Sie müssen nach unseren Vorstellungen ab der zweiten Million mindestens 10% Vermögensabgabe bezahlen, die dann für noch höhere Vermögen auf bis zu 30% ausgedehnt werden kann. Ich habe auch
mit großer Freude zur Kenntnis genommen, dass eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung diesen Ansatz für richtig hält. Über 60% finden, dass Reiche und Superreiche eine Vermögensabgabe bezahlen sollen und unterstützen auch unser Anliegen, dass es ein Einstieg für eine grundlegende Vermögenssteuer ist. Es ist unverständlich, dass Vermögen und hohe Einkommen bei uns zum Teil geringer besteuert werden als die normalen Löhne, als die normalen Lohnabhängigen an Steuern bezahlen müssen. Lassen Sie mich noch einen letzten Punkt sagen zur Frage Impfen. Das tut ja auch die ganze öffentliche Debatte beeinflussen. Es ist nicht besonders überraschend, dass es häufig einen holprigen Start gibt, wobei man sich schon die Frage stellen muss, warum hat die Bundesregierung die Sommerzeit und den Herbst nicht besser genutzt, um sich auf diese Impfkampagne vorzubereiten. Also musste es wirklich so holprig zugehen. Aber das größte Problem ist natürlich der fehlende Impfstoff, zumindest für die Anfangszeit. Nach wie vor kann ich nicht verstehen, warum unser Vorschlag von Jens Spahn nicht aufgegriffen wird, die Lizenzen freizugeben und auch andere Pharmakonzerne in den Stand zu versetzen, diesen Impfstoff zu produzieren. Wir sehen ja jetzt, dass BioNTech sich auch praktisch in Kooperationen mit anderen Pharmaunternehmen begibt, um Impfstoffe zu produzieren. Warum das nicht möglich sein soll, da hat Jens Spahn bisher keine überzeugenden Gegenargumente vorgebracht. Ich war ja auch sogar erstaunt, dass Söder diesen Vorschlag mit aufgegriffen hat und gesagt hat, ja, zur Not müssen auch die Lizenzen vergeben werden. Ja. Ich finde, dieser Ansatz wäre vollkommen richtig, um die Menschen schneller impfen zu können und um dadurch die Bevölkerung stärker zu schützen. Vielen Dank. Seit dem Beginn der Pandemie gibt es ja die Möglichkeit, bei uns Fragen per E-Mail und SMS einzureichen. Das hat in Anspruch genommen Frau Palzer von der ARD. Sie fragt, Herr Ramelow spricht von der möglichen Verschiebung der Wahl in Thüringen. Bleiben Sie unter den Bedingungen der nach wie vor hohen Infektionszahlen dabei, dass der Parteitag Ihrer Partei dezentral Ende Februar stattfinden soll? Ja, wir wollen alles dafür tun, diesen Parteitag Ende Februar durchzuführen. Die Berichterstattung, dass wir den Parteitag auf nach der Bundestagswahl verschieben, das hat keinerlei Grundlage. Also die ganz überwiegende Mehrheit in diesem Parteivorstand ist dafür, dass wir jetzt einen Parteitag machen und auch zu Neuwahlen im Parteivorstand kommen. Das ist auch dringend notwendig, um das rechtzeitig zu machen für die anstehende Bundestagswahl. Ich hoffe, dass wir den Parteitag in der geplanten Form durchführen können und dass insbesondere die Ansteckungszahlen bis Ende Februar dann auch entsprechend zurückgehen. Wird es nicht der Fall sein, das wissen wir ja alle nicht und ich hoffe ja nur, dass wir diese neue Mutation nicht zu uns rüber bekommen und es nicht zu einer neuen Ansteckungswelle kommt. Aber wenn es dazu kommt, werden wir einen Plan B derzeit erarbeiten, dass wir es dann eben doch online machen und hinterher durch eine Briefwahl bestätigen. Also wir tun alles, damit in der Tat der Parteitag Ende Februar stattfinden kann. Vielen Dank. Es gibt außerdem noch eine Nachfrage von Frau Palzer zu der Vermögenssteuer. Sie fragt, 10% ab der ersten Million? Nein, wir haben gesagt, der Freibetrag für die Vermögensabgabe soll 2 Millionen betragen und bei Betriebsvermögen mehr. Aber wir wollen dann höher einsteigen mit 10% und es soll sich dann progressiv steigern bei hohen Vermögen
bei Hunderten von Millionen Vermögen auf 30%. Ich muss aber dazu sagen, dass die Belastung für die Betroffenen trotzdem relativ gering ist, weil wir gesagt haben, das soll über eine, die Vermögensteuer soll über 20 Jahre verteilt werden, die Vermögensabgabe soll über 20 Jahre verteilt werden können, sodass die tatsächliche Belastung im Jahr sich zwischen 0,1 und 1,5% beträgt. Es würden aber mehrere hundert Milliarden in die öffentlichen Kassen gespült. Und das ist dringend notwendig, nicht mal um in erster Linie die Kosten der Pandemie gerecht zu verteilen, sondern auch um die nötigen Investitionen in Bildung, Erziehung, Gesundheit, öffentliche Infrastruktur finanzieren zu können. Außerdem fragt Frau Palzer auch noch nach der Meinung zu den anstehenden Wahlen, insbesondere den Wahlen in ihrem Heimatbundesland Baden-Württemberg in gut 8 Wochen. Ja, ich bin da nah dran. Mein Landesverband hat sich gut für diese Wahlen vorbereitet. Wir kämpfen dann natürlich, wie auch in Rheinland-Pfalz, um den Einzug in den Landtag. Natürlich wissen wir, dass Wahlkampf unter den Bedingungen von Corona gerade für linke Parteien erschwert sind. Wir sind eine Partei, die eben nicht im Landtag ist, die nicht so medial präsent ist bei der Landespolitik, sehr stark darauf angewiesen ist, auf Straßenwahlkampf, auf Infostände, auf Veranstaltungen, auf Präsenz in öffentlichen Plätzen. Das wird alles erschwert, aber ich sehe gerade, dass unsere Landesparteien mit viel, viel Fantasie versuchen, einen aktiven Wahlkampf auf die Füße zu stellen. Es ist, glaube ich, höchste Zeit, dass insbesondere in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz die Linke in den Landtag einzieht. Gerade in Baden-Württemberg haben wir es mit einer grünen Partei zu tun, die so stark in die Mitte gegangen ist, dass sie kaum noch von der CDU unterscheidbar ist. Da sind ein paar rote Farbtupfer in diesem Parlament dringend notwendig. Und dann gibt es noch eine letzte Frage, und zwar, was werfen Sie bezüglich der Impfstrategie Herrn Spahn ganz konkret vor? Naja, unsere Hauptkritik an Spahn ist ja, dass er zu wenig getan hat, um die Pflege personell aufzustocken. Natürlich, wenn wir mehr Pflegekräfte hätten in den Krankenhäusern, aber insbesondere jetzt auch in den Pflegeheimen, wäre das alles leichter zu bewältigen. Dann werfen wir ihm vor, dass er so eine ablehnende Haltung zu dieser Frage der Freigabe der Lizenzen hat. Das verstehe ich nicht. Da könnte man auf relativ schnellem Weg die Impfstoffproduktion deutlich erhöhen. Und dann sehe ich, dass eben die Verunsicherung nach wie vor in der Bevölkerung vorhanden ist über das Impfen. Ich glaube, es muss mehr getan werden, gerade auch bei den Pflegekräften selber und in den Pflegeheimen, um eine gute Informationspolitik aufzubauen. Die Menschen müssen überzeugt werden, dass es richtig ist, sich impfen zu lassen. Ich glaube, da gibt es auch noch erhebliche Schwachstellen. Gut, damit habe ich keine weiteren Fragen. Vielen Dank fürs Zuschauen und einen schönen Tag.